In deiner flexiblen Dispo sind die Auflieger nicht fahrergebunden, sondern werden je nach Bedarf wild durchgetauscht. Und du hast keinen Bock mehr auf die Diskussion, dass jener kleine Anfahrschaden schon übernommen wurde und auch die 3 Latten und 5 Gurte schon fehlten. Dann stell doch deinen Fuhrpark einfach auf Krone um und nutz den Krone Smart Assistant. Denn ab August bekommt jeder Auflieger aus dem Emsland einen QR-Code, der das Fahrzeug eindeutig identifiziert und dokumentiert. Du scannst nur den QR-Code mit deinem Smartphone, egal ob Android oder Apple, und wählst in deiner europäischen Lieblingssprache deinen Lieblingsmessenger aus, zum Beispiel WhatsApp. Du beantwortest die Fragen über den Zustand deines Trailers einfach per Fingertipp mit Ja, Nein und oder ergänzt es um ein Foto. Und am Ende wird dein Bericht im Krone Smart Assistant Kundenportal archiviert und mit vorangegangenen Berichten abgeglichen. Kommunikation und Bilder hin und her über WhatsApp ist heute gang und gäbe, das beherrsche sogar ich. Du musst dir also keine separate App installieren, du brauchst lediglich eine E-Mail-Adresse zum Empfang der Berichte. Insbesondere WhatsApp arbeitet mit einer hohen Datenkomprimierung bei Texten und bei Bildern und das garantiert einen minimalen Datenverbrauch und eine flüssige Bedienung. Natürlich gibt es auch Lösungen im Kontext Zugmaschinentelematik. Hier werden in der Regel Tablets eingesetzt zur Fahrersteuerung, mit denen natürlich auch Schäden am Fahrzeug dokumentiert werden können. Also gleiche Funktionalität, nur ungleich teurer. Besonders ärgerlich sind Schäden, die durch beauftragte Fahrer respektive Unternehmen zu verantworten sind. Aber dank Krone Smart Assistant ist glasklar, wem die entstandenen Kosten weiterberechnet werden. Andererseits ist aber auch der Subunternehmer auf der sicheren Seite, wenn dessen Personal den Schaden nicht zu verantworten hat. Somit ermöglicht also Krone Smart Assistant für beide Seiten eine sehr faire und transparente und faktenbasierte Kommunikation. Und du hast immer einen Beleg für die gesetzlich vorgeschriebene Abfahrkontrolle.